Robotik und künstliche Intelligenz erobern die Kunstwelt. Was machen wir da? Frankenstein und sein Monster wieder zu erschaffen. Für Künstlerinnen und Künstler ist es verführerisch, mit den neuen Technologien zu experimentieren. Das Spiel mit diesen Errungenschaften bietet ihnen vielfältige Möglichkeiten. Denn die Algorithmen werden täglich intelligenter. Ich würde es provozierend künstliche Dummheit nennen, nicht künstliche Intelligenz. Die meisten Leute leben in der Vergangenheit, sehen nicht, was in ihrer Zeit geschieht. Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Kunst bewirkt eine Neuausrichtung des künstlerischen Selbstverständnisses und führt zu der Frage, ist das eine Chance oder eine Gefahr für die Kunst? Also wenn die Maschine anfängt zu denken, ist es ein Frevel in meiner Welt, ein Feind. Die Skulptur ist die Kopfgeburt des Künstlers Matt Collishaw. Collishaw sorgte in den 1990er Jahren mit Skandalkunst für Furore. Heute gehört er zum Establishment der Kunstwelt, lässt sich für sein Werk von der britischen Geschichte inspirieren. Doch das Arbeiten in der Komfortzone liegt ihm nicht. Deshalb kombiniert er die historischen Themen seiner Kunst mit neuer Technologie. Das Ergebnis? Diese animatronische Skulptur, The Mask of Youth. Ein ungeschöntes Porträt von Königin Elisabeth I. Zur Zeit von Königin Elisabeth gab es eine Vorlage namens Maske der Jugend. Sie hat vorgegeben, wie man die Königin darstellen musste. Wenn die Augen zu weit auseinander standen oder die Nase zu groß war, wurden die Bilder verbrannt und man selbstwahrscheinlich hingerichtet. Man durfte die Königin nur nach der Vorlage abbilden, die ihre Jugend bewahrte. Das hatte ich im Kopf, als ich mein Porträt von ihr machte. Ich sammelte alle Gemälde und Zeichnungen, die jemals von Königin Elisabeth gefertigt wurden. Dann scannte ich sie ein, ließ sie durch eine Software laufen, die sie analysierte und versuchte, das akkurateste Bild zu finden. So kam ich zu diesem Porträt von ihr, von dem der Computer sagte, dass es das realistischste Ergebnis sei. Wir haben auch Statuen von ihr gescannt und alte Berichte berücksichtigt, in denen über ihre schlechten Zähne oder ihre Narbenbildung geschrieben wird. Das alles habe ich dann wieder in die Software eingegeben, um ihr Gesicht zu formen. Collishaws Ziel? So realistisch wie möglich sein. Anhand der Datenanalyse ließ er eine Maske von Elisabeths Gesicht fertigen, die er so detailgetreu wie möglich präparierte. Animatroniker setzten Motoren und Getriebe ein, die der Skulptur zu lebensechter Mimik verhelfen. Ich denke, die Idee, ein Porträt einer Person zu machen, ist generell seltsam. Es bedeutet, dass jemand hunderte von Jahren später in der Lage sein wird, vor diesem Gesicht zu stehen, diese Begegnung zu erleben und eine Beziehung zu dieser Person einzugehen. Für mich ist das gruselig, fast schon nekrophil, denn man erweckt etwas aus der Vergangenheit wieder zum Leben, während man es betrachtet. Die Affinität für das Spiel mit neuen Technologien teilt Collishaw mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Doch bereichern sie die Kunst wirklich? Die neuesten Werke der Performance-Künstlerin Marina Abramović sprechen dafür. Die gebürtige Serbin macht seit Jahrzehnten mit Dauer-Performances von sich reden, in deren Zentrum immer eins steht, sie selbst. 2010 harrte Abramović wochenlang im Museum of Modern Art aus.
736 Stunden verbrachte sie dort damit, 1675 Menschen in die Augen zu sehen. Das Genie zum Anfassen. Ein Publikumserfolg. Und eine physisch anstrengende Erfahrung für die über 70-Jährige. Auf Dauer kann sie das nicht durchhalten. Und muss es auch nicht. Denn mittlerweile hat Abramowitsch ein Hologramm entwickelt, das in der Performance The Life ihre Rolle übernimmt. Ich möchte, dass man mit mir in einem Raum ist, im Hier und Jetzt. The Life beschäftigt sich mit dem, was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Ich kann mir selbst gegenübertreten. Das ist eine beängstigende Erfahrung. Es ist so, als ob man seinen eigenen Geist erblickt. Es geht um Unsterblichkeit. Du stirbst, aber dein Werk lebt weiter. Bei einer Performance existiert das Werk nur in der Erinnerung des Publikums. Hier aber lebe ich für immer. Mit The Life oder ihrem Virtual-Reality-Kunstwerk The Rise, das den Anstieg des Meeresspiegels thematisiert, macht sie sich unsterblich. Ich glaube, dass die Kunst der Zukunft eine Kunst ohne Objekte ist. Die reine Übertragung von Energie zwischen dem Betrachter und dem Künstler. Ein Traum für viele Kreative. Er entspricht der positiven Vision einer Zukunft, in der Mensch und Maschine verschmelzen. Doch kann ein Hologramm die Begegnung mit einer Künstlerin aus Fleisch und Blut ersetzen? Lässt sich Energie über Raum und Zeit hinweg konservieren? Der britische KI-Experte Mark Bishop beschäftigt sich schon lange mit diesen Fragen. Das Hologramm hat überhaupt kein Verständnis für die Welt. Es ist wie eine Filmrolle, die läuft und läuft und läuft. Als unbelebtes Objekt fühlt es nichts. Sie sehen also, wie ein unbelebtes Objekt eine Sequenz von Emotionen durchläuft. Man hat die Möglichkeit, ein sich wiederholendes Hologramm zu sehen, das dieselbe Sequenz von Bewegungen auf eine sehr starre, autonome Art wiederholt. Wie ein Automat. Meine Intuition sagt mir, dass es unwahrscheinlich ist. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, dass das tiefe Emotionen auslöst. Ein Hologramm berührt uns eher nicht. Aber gilt das auch für Roboter? Das Theaterkollektiv Rimini Protokoll hat es ausprobiert. Die Macht, die so ein Wesen über uns haben kann, dachte ich, ist natürlich viel toller spürbar in so einem Zusammenhang wie einer Aufführung, wo eben diese Gebanntheit da ist, dass man an den Lippen von jemandem klebt und jetzt sind aber diese Lippen keine menschlichen. Für das Stück Uncanny Valley hat der Schweizer Regisseur Stefan Kegi ein animatronisches, also elektronisches Double von Bestsellerautor Thomas Melle gebaut. Mein Name ist Thomas Melle und hier, das erste Bild bitte, haben Sie gleich mal ein Bild von mir aus meiner Kindheit. Das Publikum soll darüber nachdenken, was Empathie auslöst. Ich gebe mein Bestes, mit Ihnen mitzufühlen. Aber fühlen Sie auch mit mir? Letztendlich ist das Stück natürlich ein Puppentheater mit hochtechnologischen Mitteln. Und Puppentheater hat immer davon gelebt, dass man eben eine Socke nimmt und zwei Augen dann andeutet darauf. Und schon kann man sozusagen beginnen, sich da hinein zu projizieren. Man weiß, es ist eine Socke, man weiß, es ist ein Roboter. Aber man kann sich gewisser Gefühle nicht erwehren. Wenn Sie gekommen sind, um das Authentische zu sehen, dann sind Sie falsch. Deshalb soll es heute gar nicht um mich, sondern um Sie gehen. Viele Zuschauer, die dieses Stück sehen und eigentlich im Prinzip rational wissen, da ist ein Roboter und es vorher gelesen haben und dann sitzen sie da und denken irgendwie im Theater, es muss aber doch ein Mensch sein, der wahrscheinlich so tut, als wäre ein Roboter. Und irgendwo fühlt man sich dann ertappt. Man identifiziert sich, man fühlt sich in etwas hinein und beginnt deshalb darüber nachzudenken, wie ist man selber programmiert. Dass Kunstschaffende sich mit menschlicher Programmierung beschäftigen, ist nicht ganz neu.
Diese Masken, die Atemgeräusche produzieren, stammen aus den 1960er Jahren. Zeigen wollten die Museen die Werke damals nicht. Zu abgefahren. Heute gilt ihre Erfinderin als Medienkunstpionierin. Es gibt nur wenige Menschen, mit denen ich reden kann, die mich nicht für verrückt halten. Aber es wird besser. Ich habe mir den Ruf erarbeitet, dass ich Dinge mache, die 20 Jahre später Wirklichkeit werden. Hi, I'm Lynn Hirschman. Hello, my name is Lynn Hirschman. Seit einem halben Jahrhundert beschäftigt sich Lynn Hirschman-Leeson schon mit der Mensch-Maschine-Beziehung. Schuf in den 1970er Jahren einen Avatar, lange bevor es das überhaupt gab. Ihr alter Ego Roberta. Die Live-Performance, für die sie selbst oder Schauspielerinnen in Robertas Haut schlüpften, fand im öffentlichen Raum statt. Mit Roberta hat Hirschman-Leeson die künstlichen Repräsentanten realer Menschen in der virtuellen Welt vorweggenommen und wichtige Fragen weiblicher Identität beleuchtet. Roberta war ein Spiegel der Gesellschaft. Als Frau der damaligen Zeit hatte sie keine Hybris, sie war nicht selbstbewusst. Sie reflektierte nur, wie die Gesellschaft sie sah. Sie hat deutlich gemacht, wie viele Leute versuchten, sie auszunutzen. Wie schwierig es war, einen Job zu bekommen und zu überleben. All die Dinge, die viele alleinstehende Frauen durchmachen mussten. Heute sind die Werke der Amerikanerin in namhaften Museen zu sehen. Die junge Tech-Generation verehrt sie. Doch während die gerade erst beginnt, Robotik und KI zu durchdringen, ist Hirschman-Leeson längst einen Quantensprung weiter und archiviert ihr Gesamtkunstwerk statt auf einem Server auf DNA. Diese, glaubt sie, wird das Speichermedium der Zukunft. Viele Menschen leben in der Vergangenheit. Sie sehen nicht, was in ihrer Zeit geschieht. Sie denken, was ich mache, liegt in der Zukunft, aber das stimmt nicht. Künstlerinnen und Künstler gestalten in den jeweiligen Zusammenhängen ihrer Zeit und Umgebung ihre kreativen Visionen. Doch was geschieht, wenn statt des Menschen ein Algorithmus die Kunst kreiert? Der Künstler muss jetzt nicht mehr immer mit Stift und Pinsel da sein. Also in der Konzept ist ja auch diese Trennung von körperlichem Einsatz für das Kunstwerk sozusagen zurückgenommen worden, ja, oder gar nicht mehr vorhanden. Also dass man sagt, es wird sowieso mal schnell hergestellt. Aber trotzdem ist der Künstler immer der Schöpfer gewesen. Durch den Einsatz von Robotik und KI in der Kunst wird der Schöpfer in Frage gestellt. Das ist natürlich schon ein zentraler Angriff auf das Selbstverständnis des Künstlers an sich oder des Künstlertums oder damit, wenn ich von dieser unauflösbaren Kohäsion ausgehe, auf Kunst an sich. Wie verändert sich unsere Definition vom Genie, wenn es der künstlichen Intelligenz irgendwann gelingt, einen Schaffensdrang zu entwickeln? Eine Haltung, Fantasie. Eben alles, was für die Kreation eines Kunstwerks nötig ist. Wenn plötzlich dieser Künstler jetzt vollständig verschwunden ist, fragt sich, wo ist eigentlich der Künstler überhaupt geblieben? Oder gibt es überhaupt den Künstler KI? Kann man den überhaupt so benennen? Die philosophische Möglichkeit, dass eine Maschine in der Lage sein könnte, mit einem genialen Kunstwerk aufzuwarten, gibt es. Wir haben in England die Geschichte von den unendlichen Affen. Wenn man eine unendliche Menge Affen an Schreibmaschinen setzen würde, würde einer dieser Affen durch zufälliges Tippen irgendwann mit dem Gesamtwerk von Shakespeare aufwarten. Es könnte länger als die Zeitspanne des Universums dauern, bis das passiert, aber konzeptionell ist es möglich. Es ist nur unglaublich unwahrscheinlich. Das Pariser Kollektiv Obvious arbeitet daran, diese philosophische Möglichkeit Realität werden zu lassen. Sie programmieren Algorithmen so, dass diese eigenständig Kunst entwickeln und führen der Kunstwelt die Begrenztheit ihrer Vorstellungskraft vor. Was uns wirklich fasziniert hat, war die Tatsache, dass diese Algorithmen erfinderisch sein können. Und dass in einem kreativen Prozess Bilder nicht vom Künstler,
sondern von seinem Werkzeug erzeugt werden. Diese Art des Hinterfragens und diese neue Beziehung zwischen dem Künstler und dem Werkzeug hat uns fasziniert und uns dazu gebracht, neue Fragen zu stellen. Das Ergebnis ihres Experiments? Edmond de Bellamy. Das Porträt wurde bei Christie's für $432.500 versteigert. Das 40-fache vom Schätzwert. Ein PR-Coup, der für Unmut in der Branche sorgte. Ist das echte Kunst oder nur ihre Simulation? Für die Kreation von Kunst ist KI nur eine Chance. Es wird niemanden ersetzen und es wird anderen Menschen ermöglichen, andere Botschaften mit anderen Werkzeugen zu formulieren. Es ist wie mit den ersten Fotografen im Goldbergbau um 1850. Man sagte ihnen, dass die Bilder verschwommen seien, dass es keine Kunst wäre und nur hochqualifizierte Ingenieure das könnten und dass es das Ende der Malerei sei. Nun, das war es nicht. Obvious will nicht provozieren. Auch für Künstler halten sich die Pariser nicht. Eher für Kulturphilosophen, die mit ihren von KI gefertigten traditionellen chinesischen Zeichnungen Gewissheiten hinterfragen. Wir werfen neue Fragen auf. Welchen Platz hat der Künstler innerhalb eines kreativen Prozesses? Und wie entwickelt er sich im Laufe der Zeit? Was sind die Grenzen der Kunst? Und wer urteilt, was Kunst ist und was nicht? Wie verändert die Technologie die Grenzen der Kunst? Es gibt viele Fragen, die sich aus diesen ersten Fragen, die wir gestellt haben, entwickeln. Sie treiben uns um. Und in unseren Serien versuchen wir, darauf Antworten zu finden. Auch mit diesen afrikanischen Masken hat Obvious die Gesetze der Kunst verkehrt. Entworfen hat sie die KI, geschnitzt ein Handwerker aus Afrika. Die Idee hatte Obvious, doch wer hat jetzt die Urheberschaft? Die einzigen, die beschlossen, afrikanische Masken herzustellen, waren wir. Keine Maschine hat die Datenbank erstellt, die verschiedenen Parteien aufgesucht, die die Parameter gesammelt haben. Hugo hat die KI und den Algorithmus trainiert. Es hat auch keine Maschine diese Werke unter den Tausenden von Bildern, die uns von der KI vorgeschlagen wurden, ausgewählt. Das waren wir. Wir können Computer dazu bringen, Dinge zu vermischen und etwas Neues zu erfinden. Aber können wir sie dazu bringen, ein wirklich tiefes, schöpferisches Level der Kreativität zu erreichen? Es scheint mir, das können wir nicht. Der Grund, aus dem wir es nicht können, ist, dass Computer nichts verstehen. Es ist nicht so, dass sie es jetzt noch nicht verstehen, aber es in 10 Jahren mit mehr Rechenleistung, besseren Programmierern und mehr Speicher verstehen werden. Die Computer verstehen heute nicht und werden es auch nie tun. Das ist eine ziemlich starke Behauptung. A technical system that has so much influence that it shapes meaning, content and thoughts in its human uses is not something to dismiss too easily. Dieser Meinung ist die Roboterkünstlerin Ada. Benannt wurde sie nach Ada Lovelace, einer Vordenkerin der Informatik, die das Computerprogramm erfand. Klar, dass bei der Namensgeberin auch Ada einen hohen Anspruch hat, die Kunst zu revolutionieren. Sie will Pionierin sein und die Chancen und Grenzen der KI aufzeigen. Gemeinsam mit ihrem Erfinder, dem Galeristen Aidan Meller. Hello, Ada. Hallo, Ada. Hello. Sir? How are you? Wie geht es dir? I am well, thank you. Als Künstlerin ist Ada vielseitig. Diese Skulptur, eine Biene aus Bronze, stammt von der Roboterdame. Genauso wie dieses Selbstporträt. Und dann wären da noch zahlreiche Gemälde. Dass hinter der Kunst nur ein Algorithmus steckt, ahnt man nicht. Darin liegt der Reiz des Experiments, mit dem Ada und Aidan Meller künstlerische Könnerschaft in Frage stellen. Ist es wirklich das Talent, das große Künstlerinnen und Künstler ausmacht? Ich habe das Publikum verglichen. Ich sah mir Michelangelos Publikum an. Ich sah mir das Publikum von Constable, Turner, Damien Hirst, Jeff Koons an. Und dann sah ich es. Alle Zuschauer reagierten auf die Kunstwerke, weil die Künstler sich mit einem umstrittenen, schwierigen, unbequemen Thema der Zeit auseinandersetzten.
Mir wurde klar, dass der Grund für ihren Erfolg nicht darin lag, dass sie genial waren oder tolle Gedanken hatten. Ich erkannte, dass sie erfolgreich waren, weil sie den Zeitgeist der Gesellschaft einfingen. Auch Ada scheint diesen Zeitgeist zu treffen. Bereits 2019, in ihrem ersten Lebensjahr, berichtete die Presse über 2000 Mal über sie. Ada war auf der Ars Electronica zu Gast, im renommierten Barbican Center, und hielt dank eingebauten Spracherkennungssystems zahlreiche Vorträge. Noch müssen die vorher programmiert werden. Eine selbstlernende KI besitzt Ada nicht. Das ist zu teuer. Sie simuliert also eher intelligentes Verhalten. I am a machine. AI art is vital as it provides reflection and critique of technologies that are deeply impacting our world. Art will have to be made different from what you have already done. Ada's Skizzen lassen ahnen, der Weg zur Jahrhundertkünstlerin ist noch weit. Wird sie jemals den gesellschaftlichen Einfluss erreichen, den bedeutende Künstler und Künstlerinnen haben? Kunstschaffende sind unglaublich wichtig, weil sie in der Lage sind, ein Licht auf die vielen verschiedenen Aspekte der Gesellschaft zu werfen. Und Ada hat dabei eine einzigartige Rolle. Wir sind wirklich stolz darauf, dass Ada in der Lage ist, ein ziemlich komplexes Thema zu beleuchten. KI ist völlig unsichtbar. Sie ist nicht greifbar. Wir sehen Ada als das Gesicht der KI, weil sie deren Einsatz offenlegt und kritisch hinterfragt. Das Ziel des ganzen Projekts ist, dass Ada die Fragen stellt, die sonst niemand stellt. Ob das am Ende für einen Eintrag in die Kunstgeschichte reicht, wird man sehen. Bedenkt man, was Geist, Bewusstsein, Emotionen sind, wie sie zustande kommen und welche Rolle Kreativität beim Entstehen eines Kunstwerks spielt, dann fällt es nicht leicht zu glauben, dass Ada diese Hürde einmal nimmt. Können wir eine Maschine dazu bringen, solche Dinge bewusst umzusetzen? Nein. Wie gesagt, es ist nicht klar, ob Maschinen etwas verstehen. Also können sie sich niemals auf diesen kunsthistorischen Dialog einlassen. Ja, man kann Maschinen dazu bringen, ein Muster zu erstellen, das ästhetisch attraktiv sein kann. Aber können sie sich auch auf die Art und Weise in die Kunst einbringen, wie ein Künstler oder eine Künstlerin, die die historischen Bezüge kennen? Mir ist schleierhaft, wie eine Maschine das können sollte. Denn sie hat keine Ahnung vom geschichtlichen Kontext und wird ihn auch nie haben. Die Welt der Robotik und künstlichen Intelligenz hat noch ein Problem. Sie ist viel kleiner als die menschliche. Nimmt nur wahr, was sie wahrnehmen soll. Alles Poetische, Intuitive aber fehlt ihr. Manchmal lässt mich der Einsatz von Technologie ein bisschen kalt, weil es nur um die Technologie geht und alles sehr modern und aktuell erscheint. Deshalb versuche ich in meinen Arbeiten auf die Vergangenheit Bezug zu nehmen und Ideen, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt, in die Technologie einzubringen. Bei meiner Arbeit The Nerve Rack handelt es sich um einen animatronischen Adler, der ursprünglich für eine katholische Kirche in Durham in Nordengland entworfen wurde. Ich habe ihn so gemacht, dass er einem Steinadler gegenübersteht, den Augustus Pugin in der viktorianischen Ära schuf. Um Kunst zu machen, die relevant ist, braucht es Kunstschaffende und ein Publikum. Das Knochengerüst des Adlers ist eine Mischung aus dem Skelett eines echten Adlers und der Struktur, die in der Welt der Animatronik am besten funktioniert. Also ist es streng genommen weder Adler noch Roboter. Es ist irgendwo dazwischen. Es gibt drei verschiedene Sensoren. Einer hier und einer hier. Je nachdem, wie man sich nähert, hängt davon ab, welchen Sensor man auslöst.
Im Idealfall weiß man also nie, wie er sich bewegen wird, weil man nicht weiß, welcher Sensor ausgelöst wurde. Es wird also immer ziemlich unvorhersehbar sein. Eine der Sequenzen ist die hier. Die kleine Maus flieht durch die Krallen, die sich öffnen, und sobald die Krallen herunterkommen, fangen sie die Maus und ziehen sie wieder hoch. Durch diesen animatronischen Adler wird man auf den bloßen Überlebensmechanismus zurückgeworfen. Darauf, dass dieser Vogel eine Tötungsmaschine ist. Das ist alles, was ihm zugetraut wird. Zu töten, zu fressen, zu überleben. Alles, was ihm in die Quere kommt, wird zerstört. Das ist eine der Gefahren, wenn die Religion oder irgendetwas anderes zu groß und unbeweglich wird. Für mich war die Animatronik in dieser Situation das richtige Ausdrucksmittel, weil sie die mechanistische Natur betont. Diese ist zu sehen, wenn Religionen oder Konzerne oder Unternehmen zu groß werden und nicht besiegt werden können. Einfach nur, weil sie existieren und ihre Abläufe gewissermaßen vorprogrammiert sind. Die neuen Technologien sind Chance und Herausforderung zugleich. Sie können die Kunst bereichern, wenn die Kreativen sie als Sparringspartner zu nutzen verstehen. So wie der Franzose Patrick Tressé. Ihm hat die KI die Karriere gerettet. Ich habe Informatik studiert, als ich ein Kind war. Ich war sehr jung, 10 Jahre alt, und habe viel Zeit damit verbracht. Ich habe dann gewechselt und mit dem Malen angefangen. Irgendwann war ich an einem toten Punkt, weil es schwierig ist zu malen und weil ich wegen meiner psychischen Krankheit nicht mehr fähig war, in der Gesellschaft zu funktionieren. Ich hatte die Diagnose für eine bipolare Störung bekommen und wurde medikamentös behandelt. Und die Sache ist die, diese Behandlungen wirken. Sie töten die Verrücktheit, aber auch die Fähigkeit, Emotionen zu empfinden und diese in die Arbeit einzubringen. Also mache ich das jetzt künstlich. Mit der Hilfe von elektronischen Eleven. Seine kleinen Roboter wirken lebendig. Eine eifrige Schulklasse an ihren Pulten, die ganz schön eigenwillig ist. Das berührt das Publikum. Die Idee ist, dass sie wirklich zeichnen. Sie zeichnen das, was ihrer eigenen Wahrheit entspricht. Ich habe sie nicht gezwungen, einen bestimmten Stil oder so etwas zu haben. Sie wurden mit einem visuellen System entwickelt, mit etwas, das die Strategie und das motorische Kontrollsystem beeinflusst. Das ist sehr wichtig. Sie haben alle die gleiche Software. Sie unterscheiden sich nur in sehr kleinen Dingen, wie in der Intensität der Bewegung, in der Geschwindigkeit und auch im Wahrnehmungssystem. Aufgrund dieser kleinen Unterschiede haben sie gefühlt alle einen anderen Stil. Eine Installation, die spontan wirkt, aber hinter der viel Kalkül steckt. Es ist Teil meiner Arbeit, Menschen zu manipulieren. Das ist Kunst, das ist kein Zufall. Ich meine, man will die Dinge präzise machen. Es ist schwer, präzise zu sein. Und hier haben wir es mit zwei Sachen gleichzeitig zu tun. Denn es gibt eine Person, die gezeichnet wird, und es gibt das Publikum. Es ist ein Stück, das für Leute gemacht ist, die es von außen betrachten, nicht für den, der porträtiert wird. Der Dargestellte ist nur das Objekt. Das Publikum sieht die Roboter, die die Person aus verschiedenen Perspektiven heraus anschauen. Sie haben eine unterschiedliche Intensität in den Bewegungen. Welche, die ein bisschen wütend sind oder ein bisschen schüchtern oder so, das hängt von der Geschwindigkeit der Kamera ab. Sobald man eine Kamera hat, die das macht, hat man wirklich den Eindruck, dass einen etwas anschaut. Unser Gehirn ist einfach so verdrahtet. Wenn eine Maschine einem Menschen ähnelt, kann das Ängste auslösen. Wer hat wen in der Hand? Der Mensch die Maschine oder umgekehrt? Wann ist eine Maschine vertrauenswürdig? Indem die Kunst diese Diskussion aufgreift, zeigt sie, dass nur der Mensch sich selbst in Frage stellen kann. Eine Maschine tut das nicht.
ein Grund für Markus Lüpertz, Robotik und KI in der Kunst abzulehnen. Lüpertz ist eine der prägenden Malerpersönlichkeiten der deutschen Gegenwartskunst. Dass Maschinen ihn ersetzen könnten, ist für ihn undenkbar. Für Lüpertz sind die Malroboter ein Angriff auf das Künstlergenie. Eines der letzten Mysterien unserer aufgeklärten Welt. Die Maschine ist für mich nicht keine Existenz, denn sie hat keine ethischen Voraussetzungen, keine ethischen Dinge, die mir wichtig sind, wie Freundschaft, Glaube, Liebe, Poesie, Dramatik, Verzweiflung, Not und Hunger. Und Dinge, die also die Menschheit bewegen und betreiben, Genialität, Unterschiede. Die Maschine ist ein Frevel. Also wenn die Maschine anfängt zu denken, ist es ein Frevel in meiner Welt, ne? Ein Feind. Die Roboter verarbeiten Daten, Vorlagen, Informationen entsprechend ihrem Programm, scheinbar kreativ. Zwar gelingt das technisch immer besser, doch den unbedingten Drang, gestalten zu müssen, kennt die Maschine nicht. Genauso wenig wie Obsessionen. Für Lüpertz bleibt der Malroboter deshalb zur schnöden Nachahmung verdammt. Es reicht ja, dass der Mensch das malen kann. Warum soll ich eine Maschine erfinden, die wie ein Mensch malt? Wo ist denn da der Sinn? Ich sehe da keine, wenn das ein Mensch kann und dass die Maschine nichts anderes kann als das, was der Mensch auch kann, dann brauchen wir die Maschine nicht. Oder die Maschine müsste etwas auflegen, was der Mensch nicht kann. Vielleicht können Mensch und Maschine auch gemeinsam am meisten erreichen. So wie bei Forensic Architecture. Das Künstlerkollektiv verfolgt mit Hilfe von Forensik, Architektur und KI Menschenrechtsverbrechen. Deckt auf, wenn der Staat und die Justiz bei Ermittlungen nach Meinung des Kollektivs versagen. Mit seinem aktivistischen Ansatz und einer künstlerischen Arbeit, die im realen Leben wirkt, sprengt das Team das klassische Verständnis von Kunst. Das hat ihm schon eine Nominierung für den Turner-Preis eingebracht. Wir arbeiten nicht als Agentur, die man buchen kann. Wir arbeiten nicht für bestimmte Staaten, um deren Agenten voranzutreiben. Wir arbeiten ausschließlich und spezifisch für und mit Menschen, die durch Machtsysteme entmündigt wurden. Aus den Milliarden von Bildern und Videos, die sich im Netz befinden, rekonstruiert Forensic Architecture auch große Unglücke, wie die Explosion im Hafen von Beirut im August 2020. Einem so komplexen Fall ohne Hilfe der KI, nur mit realen Ermittlern nachzugehen, wäre deutlich weniger effizient. Zumal das menschliche Kombinationsvermögen begrenzt ist. Wir haben KI im Laufe der letzten Jahre auf unterschiedliche Weise eingesetzt. Aber in letzter Zeit verwenden wir sie hauptsächlich, um uns bei der Triage der Masse an Medien zu helfen, die in der Open-Source-Domäne in einem bestimmten Untersuchungskontext verfügbar ist. Wenn wir zum Beispiel daran interessiert sind, Menschenrechtsverletzungen im jüngsten Black Lives Matter-Prozess in den USA zu dokumentieren, wäre der übliche Weg, ein Team von Ermittlern aufzustellen, das sich alle Videos ansieht, um zu versuchen, Muster in diesen Videos zu erkennen. Um zu versuchen, bestimmte Kontexte zu beachten, in denen etwas verloren gegangen ist oder übersehen wurde. Wir wollen die Stellen finden, an denen wir strategisch wirksam ergänzen können, was passiert, um eine größere Verantwortlichkeit und Aufmerksamkeit für dieses Thema im Ganzen zu erreichen. Manchmal geht der Fall im Anschluss an ihre Untersuchungen vor Gericht, oft aber nicht. Deshalb zeigt das ungewöhnliche Künstlerkollektiv seine Forschungsergebnisse auch in Kunstausstellungen, nutzt die Museen als alternative Gerichtssäle. Sorge, dass die künstliche Intelligenz sie als Ermittler überflüssig macht, hat das Team nicht. Roboter werden die Kunst nicht übernehmen. Es werden auch nicht alle Arbeiten, die Roboter erledigen können, ausgelagert. Das ist ein irreführender Diskurs. Ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Dingen gibt, die von einer Maschine produziert werden, und Dingen, die von Menschen produziert werden.
Sobald die anfängliche Freude am Spiel mit, in Anführungszeichen, cleveren Maschinen abgeklungen ist, und ich sehe immer noch, dass sich Kreative in dieser Art von glückseliger Flitterwochenphase befinden, in der sie zum ersten Mal mit Maschinen interagieren, die sie als intelligent bezeichnen. Wenn das vorbei ist, würde ich gerne sehen, dass Künstler und Künstlerinnen durch diese Kunst wirklich tiefliegende Fragen herauskitzeln, wie: Was ist der Unterschied zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Kreativität? Es gibt viele interessante Fragen. Die KI bringt Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt dazu, diesen Fragen nachzugehen und nach Antworten zu suchen. Ich bin fasziniert davon, wie die neuen Technologien die Art und Weise verändern, wie wir denken und uns verhalten. Sie gehören zu unserem Leben und sind in fast alles integriert, was wir denken und was wir tun. Verständlicherweise sollten sie Teil der Künstlerpalette werden, denn sie sind da und verändern unser Verhalten. Kunst und künstliche Intelligenz. Mensch und Maschine sind längst eine untrennbare Liaison eingegangen. Das hat den Kunstschaffenden eine Fülle neuer Ausdrucksmöglichkeiten geschenkt. Auch mit deren Hilfe werden sie uns künftig weitere Denkräume eröffnen.